Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mit der ersten Runde von TPT6, unserem Online-Turnier. Lief letztens. Und die Jungs werden das mal kommentieren. Erste Runde hat Nico gespielt gegen... Alles Überraschung, alles live, spontan, wie immer. Legt mal los, Jungs. So, was geht ab? Okay, es steht, was ist der? Rubik und Reno. Exi zu Dante. Leider kein Cherry. Da ein Effekt auf 3. Mild nur Scheiße. Okay. Reno Effekt. Okay, Scam. Ja, so scheiße war das gar nicht. Ja, war schon gut, schlecht. War schon gut. Hat er gemüllt? Phantom. Okay, 4 Set. Die hat sich die Finish Chain geholt und 4 Set. Okay, Endcomment, also, Scam Endface vergessen. Scam Endface vergessen, genau. Idiot, Mann. 4 Set, oh mein Gott. Bot of Duality. Ah, ich hab Klee gespielt. Okay. Ich spiel nur Klee, Mann. Okay, die Kiddico, wenn du gegen den verloren hast, war echt traurig, Mann. Wieso? 4 Set. Bestimmt 2 davon Twin Sister. Du hast den Scam schon mal vergessen, Mann. Ja, okay, Mann. Wie? Er hat Scam vergessen, also schon mal echt. Ja. Minus unendlich. Er hätte jetzt auch Tourguiden holen können. Er hat sich alles holen können. Er hätte auch mit Reno Kraft in den Grave legen können und dann... Kein Scout, kein Cards of Demise. Tot. Ah. Okay. JC aktiviert eine Falle. Dante Effekt, Nico aktiviert Solem. Nico wurde angeschrieben. Okay, Dante und Sia. Nee, es war Hong. Hong wurde angeschrieben. Okay, er holt sich Sia wieder auf die Hand. Angriff mit 1000. Nico überlegt, was er macht. Okay, er nimmt 1000. Wieso 1,5 noch? Oh, jetzt hat das Scam nicht vergessen. Jetzt macht das Scam. Jetzt hat das Scam nicht vergessen. Ja, oh, haben die Leute wahrscheinlich... Aber das ist mal ein anderes BA, nicht mit nur dreimal Twister und mit dem Phantomschwert dann, sondern mit vielen Fallen, ne? Okay, es kommt immer noch kein Cards of Demise oder Scout. Magic Drain, deine geheime Karte. Magic Drain, sehr gut. Oh ja, da ist Helix. Oh mein Gott. Da war Helix. Da war Helix. Up in the grave. Da war Helix. Kommt leider nicht in die Pendelzone. Ja, C-Effekt kommt Scam wieder aufs Feld. Ich glaube, er hat sich gedacht, ich brauche Scam gar nicht, weil ich gewinne sowieso. Ja. Oh mein Gott, hat die dreimal Warning Starthand hängen. Okay, man startet eigentlich echt gut, Mann. Oh, Alter. Okay. War's okay, gönnst es mir nicht, Mann. Jetzt kommt Cards of Demise von oben, der wäre top. Cards of Demise, bitte. Ja, aber er hat Monster, das ist keine Monster. Oh okay, mein Gott, ja, endlich, Mann. Okay, endlich, hat der Scout jetzt dann. Okay, Mann. Bestimmt kommt jetzt Twin Twister. Wenn Scout durchkommt, Twin Twister. Wenn Scout durchkommt, endmächtig. Oh, er hat nix, Mann. Oh, er hat nix. Verdient. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mit der hätte man gar nicht gerechnet, den BA-Deck. BA Anti. BA 5 Set, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott, in Stack. Nein. Ich glaube an sich, ich glaube die Fallenkarte ist echt gut, diese neue Mirror Force. Die ist echt gut, also die neue Mirror Force ist super. Gegen BA, gegen glaube ich fast vor vieles, gell? Gegen ja, alles. Gegen alles ist sie gegen gut. Alles. Ja. Und keiner rechnet, sag ich mal, dass man die im Nicht-Anti-Deck spielt. Genau. Ja. Das einzige Problem ist halt, man muss sie verdeckt legen und der Gegner muss sie direkt angreifen, aber nicht schlimm. Macht die jetzt? Achso, kannst dich angreifen, gell? Ja. Geht es drauf? Ja, es ist ja... Nee, es ist Effektmonster. Leider. Honk flirtet da ein bisschen beim DN-Chat oder was? Okay, Nico hat noch 1,6 Leben. Er opfert für noch einen Helix. Genau, Helix-Effekt kommt jetzt durch. Und schießt auf eine Verdeckte. Weiter Strike Back. Angriff mit 2,4. Aber nicht mehr viel Leben, 1600. 1600. Jetzt wäre es gut, wenn ich diese eine neue Karte hätte. Also wenn jetzt der Gegner auf Nightmare Shark machen könnte, wäre Nico am Arsch. Ich glaube, er macht sogar auf Nightmare Shark. Ich habe bestimmt dreimal Chaos Trapult verdeckt, hey. Ja, okay, er macht auf Phantom Knight. Rick's oh mein Sword. Gott. Okay, der hat doch wie viel angefetzt? Der kriegt 1000 dazu, ja. Aber du hast 2,4, also du belebst es ja noch. Ja, okay. Oh mein Gott, die dritte Strike. Okay, er hatte noch 100 Leben. So ein hässlicher. 100 Leben. Scout kann nicht mehr gezahlt werden. 100 Leben. Kannst du es noch bezahlen? Der andere hat noch alles, Mann. Der andere hat noch alles. Echt hässliches Duell. Ja, okay. Sieht man eigentlich noch, wie ist der? Baba?
Barbar wäre jetzt echt zu heftig, Mann. Ich weiß wenn nicht. Er den spielt, dann ist GG easy. Bist du Barbar verdeckt? Barbar spielt man natürlich, ja. Barbar. Nur eine Frage der Zeit. Es ist echt nur eine Frage der Zeit. Oh mein Gott. Nico noch eine Set. Er leidet. Also bitte hab nichts. Okay, er hat zu viel, Mann. Er hat zu viele Ressourcen. Ja, aber ich sehe. Jetzt kommt's. Und er hat sogar Scott vergessen, Nico. Rexport. Er ist kam. Schon wieder. Schon wieder verzogen. Nein, nein. Davor. Davor. Das ist am Anfang war schon Endbum eigentlich. Aber wie oft? Das passiert aber, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, jeden zweiten, dritten Spieler. Das kam vergessen. Und Angriff. Nico verliert durch Schaden. Oh mein Gott. 1-0 für den Gegner. Das ist so krass, dass er sogar mit Fehler gewonnen hat, Mann. Ja, ich sag mal, wenn du anfängst, Dante und, ja, okay, das war auch schon krass. Dante, Skam und noch 4 Set. Vergessen. Ja. Die gute vergessen. Die Set. Das war ein echt Monster-Start von den Gegner. Okay, jetzt wurde gesideboardet. Karte auf die Mais gezogen. Jetzt, ach, ah, Mann, Nico fängt gleich mit Tyler Toten an. Schon wieder keine Karte auf die Mais. Und 4 Set, oh okay. Gott. Ah, Twin Twister. Oh mein Gott, Mann. Mirror Force on Strike. Oh mein Gott. Noch ein zweites Twin Twister. Reno Effect. Okay. Okay, Nico startet mit einer verdeckten Karte. Okay, das war ein saftiger Start, Mann. Okay, Mann. Oh mein Gott. Jetzt kommt Dante. Nein. Oh, okay. Oh mein Gott. Okay, das ist echt unverdient. Dieses Duell ist leider vorbei, Mann. Scout von oben. Oh Gott. Scam-Effekt, Tourguide auf die Hand. Okay, was war das, Mann? Jetzt kann das mal nicht vergessen. Cards of Scout. Cards of the Mind. Ah. Rivalry, egal, die Schabute. Grand Bull schießt dir alles weg. Grand Bull schießt dir alles weg. Nimmst du die, Mann? Damit er mir die Scheiße wegschießt. Achso, er kann ja noch mal schießen. Ja, oh mein kann Gott. Auch mal schießen. Tot, ja. Tot. Sogar defekt. Ich glaube, das war's. Okay, jetzt gibt's 3-8. Okay, das war echt mal 5 Sets weg, erste Runde, sowas ich in meinem Leben noch nie gesehen hätte. Okay, jetzt gibt's über 6000 Schaden. Okay, er hat perfekt gezogen. Das ist während eines Videos. Er hat perfekt gezogen, Mann. Das ist echt krass, Mann. Zweimal Twister Starthand und noch Grand Pulse, hey. Okay. Ja gut, beim zweiten war es zu krass. Ja, okay. Das hältst du mit Starlight Rock on Board. Kannst du die nicht spezial beschwören? Wenn Scout und so liegt, geht's ja, wenn Scout liegt, kannst du keine Starlight beschwören. Du kannst so Klima und so. Ist besser. Ja. Ah, er spielt Barbar. Ah, ja. Zieh von oben, Scout. Oh mein Gott. Duell ist leider vorbei, Nico hat verloren. Das war echt Gegner hat einfach zu viel. Wie fröhlich er sagt. Der Gegner hat einfach zu viel Twin Twister gehabt. Ansonsten, ich glaube, Nikos Starthand war nicht schlecht, aber er fehlt den Demise und was hat er noch gefehlt? Ja, Mann. Keine Scout und ja, kein Demise gezogen. Demise. Hat man gesehen, ist das Deck natürlich wesentlich schlechter, wenn man ohne Scout und die Mais anfängt. Aber Gegner hatte die zwei geboldenen Twin Twister, hat auf Grand Pulse gemacht, ja, keine Chance. Einfach zu viel. Das war das erste und letzte TBT-Turnier, das Nico mitgespielt hat und direkt erste Runde rausgeflogen. Richtig leiden. Ansonsten sehen wir hoffentlich bald noch die nächsten Feature-Matches und bis dahin leidet nicht. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like das Video, wenn es geil war. Für jeden Kommentar sind wir dankbar. Und wenn ihr es wollt, könnt ihr es auch teilen. Das wäre echt gut, super von euch. Checkt unsere anderen Sponsoren ab. Jeder hat seine speziellen Bereiche. Zum Beispiel einer hat Kartenbereiche und der andere hat einen anderen Bereich. Schaut täglich auf unsere Facebook-Seite. Dort findet ihr täglich neue News. Zum Beispiel vielleicht von Terminen von neuen Turnieren oder von neuen Projekten, die wir anstarten. Ansonsten bis dann. Vergiss nicht immer, Yu-Gi-Oh! Serious Business.